Dann wollen wir mal weitermachen. Wir hatten gestern wieder ein Problemchen, ne? Ich sag mal, der Stream ist gestern wieder nicht ganz so dramatisch geendet wie der vorgestern, aber es war auch nicht so gut, denn wir haben hier Bauteile gesucht. Ich glaube, die Karte ist inzwischen verschwunden, ne? Wir haben ja alle Bauteile mitgebracht. War irgendwo hier unten in dem Bereich. Und was soll ich sagen? Für die Leute, die es mitbekommen haben, ne, die muss ich natürlich jetzt nicht eine Rückmeldung geben, beziehungsweise nochmal eine Zusammenfassung geben. Für alle anderen mache ich es mal ganz kurz und knapp. Wir haben Bauteile abgebaut, und zwar 150. Es hat sich sehr gelohnt, denn ich möchte heute sehr viel mit Bauteilen machen. Und dementsprechend haben wir jetzt sehr, sehr, sehr viele Bauteile, die wir verwursten können. Und eigentlich wäre das auch alles gar kein Problem gewesen. Es waren nämlich zwei Kaninchen da, ne? Zwei Menschen- oder fleischfressende Kaninchen. Ist halt ein Witz, ne? Wir haben allein Sandy dabei gehabt und ich glaube drei, vier Schützen. Das ist ein kompletter Witz gewesen. Also, wäre überhaupt kein Problem gewesen. Das Problem entstand dadurch, dass wir auf die Kaninchen geschossen haben und da plötzlich ein Nashorn mitten in die Kugel gesprungen ist, in den Kugelhagel. Und leider war dieses Nashorn, ne? Pech kommt selten alleine. War dieses Nashorn in der Herde unterwegs. Und dieses Nashorn ist beim ersten Schuss ausgerastet und hat seine komplette Herde zum Berserker gemacht. Und dann haben wir plötzlich mit unseren 4, 5 Manneken gegen, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Nashörner gekämpft oder 6 Nashörner. Das war komplett crazy und die standen in uns drin. Und das war ein Gemetzel ohne Ende. Und daraufhin hat quasi, ich weiß gar nicht, wer alles verletzt wurde. Ne? Sandy hat ordentlich eins auf die Schnauze bekommen. Ist aber inzwischen zum Glück wieder heile. Auch ansonsten, ne? Trake, ich glaube, wir waren noch dabei. Es haben ein paar Leute ordentlich auf die Schnauze bekommen. Und Muffy hat es am meisten auf die Schnauze bekommen. Dem hat es nämlich das linke Bein abgeschlagen. Ne? Der hat auch immer noch Prellungen vom Nashorn. Das heißt, Muffy, der ist jetzt nicht nur unser Sklave, sondern er hat auch noch ein Bein weniger. Ich würde sagen, wir setzen dem heute einfach ein Holzbein an oder so. Vielleicht können wir den zumindest irgendwie noch eine Beinprothese aus Stahl machen. Wir schauen mal. Es war auf jeden Fall fast wieder sehr dramatisch, denn ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass jetzt auch noch Sandy stirbt oder einer von unseren anderen Leuten stirbt. Wie durch ein Wunder haben wir das alles gebacken bekommen und haben dabei dann noch natürlich mit extrem mieser Laune. Die Leute waren natürlich dann alle angeschlagen, haben Beine verloren, waren zerkratzt und zerbissen von oben bis unten und mussten dann da noch auf der Karte bleiben und ungefähr, ich weiß gar nicht, 2, 3 Tage lang Bauteile abbauen. Natürlich war dann dementsprechend die Stimmung beschissen, ne? Also jetzt nicht nur dann bei mir, weil ich halt so Nashorn aus Versehen angeschossen hatte, sondern natürlich auch gerade bei den Kolonisten. Und wir haben es irgendwie halbwegs geschafft und dann ging zu allem Überfluss auch noch unterdessen das Essen aus. Also es war, ich sag mal, die Reise war gefährlich. Und wir haben aber alle nach Hause bekommen. Jetzt habe ich eigentlich nur noch zu kämpfen mit ein bisschen Krippe hier. Na, da haben wir noch 2, 3 Manneken, die haben Krippe. Aber so im Großen und Ganzen läuft es eigentlich. Was wir jetzt noch offen haben, ist eine Quest. Die bedrohlichen Schwärme, die muss ich halt annehmen. Wir sind nämlich gerade erst bei Quest 87. Das heißt, dementsprechend auch diese werden wir annehmen müssen. Sind halt zwei... Nee, es ist eine Raupe, aber wir kriegen halt 2 Gäste. Ne? 2 Janitschare. Ist eigentlich kein Problem. Wir haben leider ein Bodenschildpaket, das heißt, wir können das nicht wirklich bombardieren. Und ansonsten haben wir noch eine Raupe, das ist halt eigentlich kein Problem. Ne? 3 Lancer, ein Schnitter, eine Raupe, das sollte passen. Der Klimaregulator kann natürlich unter Umständen ordentlich reinhauen. Aber sind wir mal ehrlich, wir sind im Herbst, es kann sein, dass es da eine Kältewelle gibt. Ich rechne aber nicht mit so viel schlimmen Entwicklungen dabei. So, dann schauen wir mal kurz, was habe ich verpasst. Rüber, grüß dich, Opa Rolf, die bösen Hasen. Ja, die Hasen haben es eigentlich richtig gemacht, ne? Die haben sich einfach in dem Nashorn versteckt. Ja, das war wirklich mies. Sag mal, bei Chris, was? War bei Chris heute Malen im Kindergarten angesagt? Da kommen die Emotes her. Ganz genau, ja. Habe ich auch im Discord so verkündet. Da war heute Malen angesagt. Was haben wir da jetzt bekommen, bitte? What? Wieso haben wir 300 Gold bekommen? Don Öko hatte ich kontaktiert. Ja, Mensch, das ist ja nett von dir, Don Öko. Sie war ein Flüchtling. Oh, wir kriegen tatsächlich Geschenke von unseren Gästen. Ja, das ist ja super. Ein silberner Meditationsthron aus... Nee, meisterlich? Ja, ist ja nicht schlecht. Vor allen Dingen 400 Gold. Das ist doch einiges, du. Das ist tatsächlich einiges, ne? Also jetzt mal ohne Jux. Der Meditationsthron, der ist auch mal mindestens 2.000 bis 3.000 wert, mindestens, wenn das langt. Und die 400 Gold, die sind halt auch nochmal ordentlich was wert. Das ist halt gar nicht mal schlecht, ne? 3.200 Silber ist der Thron wert. Deswegen, Freunde, ne? Nett sein zahlt sich manchmal halt auch aus.
Sehr oft natürlich, natürlich nicht in RimWorld. Sehr oft, wenn ihr halt Flüchtlinge aufnehmt, werdet ihr danach geraidet, also ne, von den Flüchtlingen zusammengeschlagen. Aber wenn sie dann mal lieb sind und nicht alles demolieren, dann kriegt man auch ordentlich was geschenkt dafür, dass man sie beherbergt hat. Und es waren tatsächlich ja auch nur 10 Leute über 9 Tage. Ich finde, das ist human an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Wir haben halt sehr viel Essen und ich habe halt schon Platz gehabt. Insofern, du kriegst halt Arbeitskraft und ja, ne, kriegst am Ende nochmal eine fette Belohnung oben drauf. Hat sich doch durchaus, durchaus ausgezahlt. So, Sandy kann das ab, die schlägt alles ab, das ist richtig, ja. Sandy schlägt zurück. So, grüß dich, Barracuda. Schön, dass du reinschaust. Und Anbu natürlich auch an dich, ne? Hallo, hallo. So, der Don Öko, der ist immer, ja, der ist immer anzutreffen. Was Swimworld angeht, ne? Da ist er immer mit dabei. Siehst mal, wie ich zu dir bin. Du haust mich immer nur in die Pfanne. Ja, diesmal bist du noch nicht dabei. Auf dieser Karte bist du bisher noch nicht vertreten, Don Öko. Vielleicht ändert sich das ja heute. So. Das Diamantherz ist das Beste, meinst du? Ja. Rein technisch gesehen ist das eigentlich nur ein Diamant, aber ich fand den halt ganz nett, weil der halt auch aussieht wie ein Herzchen, ne? Aber ja, auch das war eigentlich früher nur eine Notlösung. Und vor allen Dingen, wie gesagt, auf Tier 3, ne, habe ich ja dann nochmal. Also Tier 2 sind nochmal 5 Slots und Tier 3 sind nochmal 5 Slots. Es sind so viele Slots. Holy moly. War ich da doppelt gestern? Wie kommt denn sowas? Ja, irgendwo warst du doppelt, das stimmt. Aber ich habe dich trotzdem nur einmal in der Kolonie. Da achte ich normalerweise mal drauf. Wenn ihr doppelt vorkommt, dann werde ich normalerweise den einen Namen quasi ändern. Oh Mann, ey, die neuen Emotes. Wie gesagt, nur mal für die jetzt alle, die dazukommen, das ist nur eine provisorische Lösung. Das wird so nicht bleiben. Das ist echt peinlich, ey. So. Das wird so nicht bleiben, keine Sorge. Jetzt können wir natürlich hingehen und den Meditationsthron, schwieriges Wort, quasi umbauen. Ich könnte den hier aufsetzen und dann, den hier abreißen. Langfristig gesehen brauchen wir aber sowieso den größeren, ne? Denn wir haben ja jetzt hier... Wie sieht denn das aus? Wir haben ja für Sun Li schon die nächste Zeremonie angesagt. Da brauchen wir jetzt einen zweimal Vorhang, feinen Bodenbelag und ein Cembalo. Das heißt, wir werden heute sehr viele Steine kloppen müssen, damit wir da die nächste Beförderung reinbekommen können. Und so schön dieser Meditationsthron natürlich ist, so wenig kann ich ihn leider gebrauchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können den theoretisch gesehen hier drüben aufbauen. Und dann kann ich hier einfach den großen reinsetzen. Tatmebi, grüß dich. So, ich hab dich freigelassen. Ich weiß gar nicht mehr. Ah ja, richtig, genau. Stimmt, du warst ja der... Ne, das Überbleibsel. Du warst ja hier die rote... Ich weiß gar nicht, der rote... keine Ahnung. Hamster? Ich weiß nicht, fast irgendein rotes Tier warst du auf jeden Fall. Und den haben wir dann halt... Ne, also, der war ein Gasttier und der hat die ganze Zeit einen Ärger gemacht. Der hat alles immer zusammengeschlagen. Und dann habe ich gesagt, wir nehmen den gefangen. Und dann habe ich den halt vergessen, ne? Die anderen Flüchtlinge sind dann abgereist und der war noch gefangen. Und dann ist er halt da geblieben und dann logischerweise zum Gefangenen geworden. Aber der war nicht wirklich zu gebrauchen, ne? Und er hat dann Frankies Namen angenommen. Und dann habe ich dann gesagt, lass mir frei. Stimmt, ich habe dich freigelassen. So war das. So, inzwischen wird dann auch die Kunst besser, ne? So ein Lee wird langsam aber sicher besser. Das ist schön. Dann können wir doch hier vielleicht nochmal ein paar tolle Skulpturen irgendwo platzieren. Die ist jetzt natürlich nicht so schön geworden. Macht aber nichts. Skulpturen sind letzten Endes auch nur komprimiertes Geld, ne? Und ich brauche ja noch ein bisschen mehr Koloniewert. Insofern, warum nicht? Immer her damit, immer her damit. Wir haben jetzt, wie gesagt, sehr viele Bauteile, 171 an der Zahl. Das heißt, was wir heute auch machen wollen würden, wäre ein Krankenhaus bauen. Ich denke, wir gehen dafür irgendwo hier unten hin. Na, das Ding können wir abreißen, das brauche ich nicht mehr. Das heißt, wir nehmen ja natürlich erstmal das Dach raus, das ist wichtig, das dürft ihr nicht vergessen. Und dann würde ich fast annehmen, wir machen das Krankenhaus einfach irgendwo hier unten hin. Na, wahrscheinlich irgendwie lasse ich hier eine Lücke oder so und dann packe ich das hier unten rein. Dann haben wir das natürlich genau neben der Killbox oder sagen wir mal relativ nah dran. Und ja, ist eigentlich egal, wo man das hinbaut. Grüß dich, Hanno. Der Barracuda war das, ja. Ich glaube, es war der rote Barracuda. Das kann sein. Das kann sein. Auf jeden Fall ist er jetzt weg, ne? Wir haben ihn einfach freigelassen, weil ich konnte ihn nicht gebrauchen und ich hätte ihn theoretisch irgendwie töten oder hinrichten oder sonst was können, aber wozu denn? Das wäre gar nicht nötig gewesen. Und sogar direkt die nächste Statue noch. Das geht ja hier Schlag auf Schlag, ne? Alles exzellent. Da geht natürlich auch unser ganzer Marmor gerade drauf.
Da geht leider auch der ganze Marmor drauf. Was Forschung angeht, sind wir eigentlich auch recht gut durchgekommen. Wir forschen gerade, ne, im Zuge des neuen Krankenhauses, was wir bauen wollen, den Vitalmonitor. Und dann bin ich auch eigentlich soweit durch. Energieschilde wären vielleicht noch interessant. Ich habe Chumpacks gekauft. Ihr wisst schon. Der Bauplan dafür. Und dementsprechend müssen wir das nur noch erforschen. Dann kann ich die auch bauen. Und soweit sind wir dann eigentlich durch, wie gesagt. Dann würde ich sagen, forschen wir als nächstes noch ein bisschen in Prosthetics rein. Cembalo brauchen wir auf jeden Fall noch. Worauf wir ganz sehnsüchtig warten, ist ein Wiederbelebungsserum. Denn, wie gesagt, mir ist ja da ein kleines Malheur vorgestern passiert. Deswegen haben wir hier auch so eine sehr, sehr kalte Eiskammer. Mit minus 70 Grad fast. Da liegt immer noch Befeuer drin. Die brauche ich unbedingt wieder. Und spätestens für die müssen wir dann natürlich auch noch ein schönes Auge machen. So, Frankie, bekommst du immer noch die normale Medizin? Ich weiß gar nicht, ist das noch nötig? Nee, das ist nicht mehr nötig. Komm, weißt du was? Naja, eigentlich brauchen wir das für die Operation, ne? Eigentlich brauche ich das für die Operation. Ich stell das mal bei allen runter. Tut mir leid, aber ja, Cedra, bring das wieder zurück. Magst du das nicht direkt zurückbringen, bitte? Wir müssten auch dringend mal wieder durchputzen. Wir waren jetzt sehr lange unterwegs mit, glaube ich, der Hälfte der Kolonie, weil wir halt Bauteile gekloppt haben. Deswegen ist ja alles sehr, sehr eingesifft. Wir müssen jetzt die Kolonie erstmal wieder hier zum Laufen kriegen. So, ich mach mal hier kurz, ne, ich werf mal kurz die Jacke ab. Tatsächlich, als ich hier eben angefangen habe, war es echt kalt, aber sobald halt die Festbeleuchtung hier ein bisschen brennt, ist natürlich, ich brauche keine Heizung halt wahrscheinlich im Winter, ne? Dementsprechend viel Strom kostet natürlich auch der ganze Shit hier. Ich habe tatsächlich noch gar nicht wirklich geguckt. Das wird bei mir immer alles eingezogen. Na, sehr gespannt. Müsste ich mal schauen, wie ich das jetzt im letzten Jahr, seitdem ich hier den neuen Raum habe, wie sich das verändert hat. So, ich nehme auch das gute Zeug. Ja, ja, ja. So siehst du aus. Nee, wir müssen das ein bisschen aufsparen. Denn ich benutze natürlich die normale Medizin hauptsächlich zum Operieren. Ja. Und ja, deswegen... Ich nehme mal das alles hier am besten einfach raus. Ich weiß nicht genau, warum die Elefanten allesamt durch die Fallenbox rennen, anstatt hier unten durchzugehen. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Aber es macht mich nervös, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das macht mich nervös. So, ansonsten, ihr seht es langsam aber sicher, kickt der Teufelsgarn rein, ne? Das finde ich persönlich tatsächlich sehr cool. Denn die Teufelsgarn-Sachen sind natürlich allesamt sehr viel besser als die normalen. Aus Baumwolle oder sowas. Nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich trotzdem weiterhin die Baumwolle. Für irgendwelche Schlapphüte und hast du nicht gesehen. Und Teufelsgarn bekommen wir auch gar nicht regelmäßig rein. Das wächst natürlich sehr lange. Wir kriegen da dieses Jahr vielleicht noch eine relativ große Ernte rein. Müssen wir mal schauen. Wie um alles in der Welt ist hier ein Lancer reingekommen. Beängstigend, muss ich sagen. Habe ich irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ganz schön beängstigend, dass da ein Lancer mitten in unserer Base rumliegt. Ja, aber egal, ja. Wird schon passen. So, ich brauche noch ein bisschen Stahl ansonsten. Ne? Stahl wurde auch etwas knapper hier, aber wir haben hier unten schon einen großen Auftrag angesetzt. Dann haben wir hier noch ein wenig Ambrosia. Das können wir mal kurz einernten. Oder abernten in dem Fall. Einbringen. Ja, meinetwegen das hier unten auch noch. Ne? Nochmal zwei, warum nicht? So. Ja, ich kurbel mal die Zeit ein bisschen an. Ne? Jetzt habe ich mich langsam genug eingespielt. Grüß dich, grauer Wolf. Hast du auch schon den neunten Monat voll? Haben wir auch unser erstes Stream-Baby. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für deine lange. Ich hoffe, dir geht's gut und wünsche dir natürlich auch einen schönen guten Abend. Ich danke dir vielmals. Ach Mensch, ey. Die Zeit verrast ohne Ende, ne? So, ich kann mich bei den meisten noch erinnern, als ihr dann dazu kamt. Und inzwischen ist halt auch, dann lese ich halt auch immer irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7, teilweise 9 Monate. Eieiei. Aber ja, ich freue mich, ne? Ich freue mich, dass du immer noch dabei bist. Ja, die Zeit verrast, Alter. Das ist echt crazy. Hat dann vielleicht jemand getragen und dann hast du den aus Versehen getraft? Das kann sein, weil der halt auch verboten war, ne? Der war ja... Ich weiß nicht, woher der kam. Kann sein, dass wir den auch auf einem Elefant hatten. Ich meine, wir hatten gestern das Problem, oder das heißt das Problem, wir haben uns ja den Drogenkelch geholt, ne, unser erstes Artefakt. Dafür bauen wir übrigens auch gerade den ersten Schrein. Und ich meine, da wären irgendwie so ein paar Mechanoiden gewesen, die das verteidigt haben. Und da hatte ich halt so viele Elefanten dabei, dass ich gesagt habe, na, dann nehmen wir die halt mit.
ne, die Leichen und können die dann logischerweise einfach zerlegen. Ich glaube, daher kam das. Ich meine, der wäre noch auf einem Elefanten aufgeladen gewesen. Aber ja, ist egal letzten Endes. Hauptsache, er wird jetzt verarbeitet. So, das dauert sehr lange, so einen Reliquienschrein zu bauen. Ihr seht das schon. Ne? 3000, über 3000 Arbeitsschritte. Und ja, wir brauchen natürlich vor allen Dingen jetzt hier mal einen schöneren Boden drin. Das wäre halt ganz besonders wichtig eigentlich. Damit wir den Thronsaal... Ich bräuchte hier natürlich auch noch, weiß ich nicht, hier die Dinger. Ne, die... Hier die Dinger bräuchte ich da drin noch. Machen wir mal da und dahin. Dann kommt hier langfristig der große Meditations-Ding hin. Thron, ich habe wirklich Meditationsthron. Ich habe heute echt Probleme, das Wort auszusprechen, Mann. Ja, dann schmeißen wir den aus Holz natürlich da raus. Werden wir natürlich erstmal den aus Silber hier ersetzen, beziehungsweise dann ausgleichen. Und langfristig dann natürlich das große Ding bauen. Das wäre, wie gesagt, extrem wichtig, wenn wir hier mal durchputzen. Denn das Zimmer wird dadurch nicht schöner, dass das hier so aussieht. Warum ist hier ein Elefant drin? Das erklärt natürlich einiges, ne? Ich habe keine Ahnung, warum hier ein Elefant drin ist. Raus mit dir. Ich hoffe, die Küche ist nicht komplett eingesaut. Sieht aber gut aus. Ja, wir produzieren auch gerade Bier. Das habe ich gestern, glaube ich, auch noch aufgesetzt. Ich weiß nicht, da sind wir immer noch nicht komplett durch. Brauchen jetzt sehr viel Stahl und sehr viel Holz. Aber irgendjemand wird das dann hoffentlich auch gleich machen. Dann können wir natürlich auch noch ein bisschen Bier brauen, ne? Wir haben nicht hier sehr viele Hopfen drin liegen, glaube ich. Wir haben auch sehr viel Rauchblatt hier drin liegen. Müsste auch eigentlich dringend verarbeitet werden. Da können wir uns vielleicht zum ersten Mal wieder so eine Bong bauen. Ich glaube, die braucht auch sehr viel Rauchblatt. 300 oder so an der Zahl. Müssen wir mal schauen, wie viel das war. Wo ist sie denn hier? Ne, 150 nur, in Anführungszeichen. So, ich habe mal los erforscht, ausgezeichnet. Da würde ich fast sagen, hauen wir doch das Klavier doch direkt hinterher. Wir haben Uran im Untergrund gefunden. Interessant, Uran habe ich leider massig. Was ich bräuchte, wäre Stahl bei uns in der Nähe der Base. Weil Uran habe ich auch hier sehr viel. Da brauchen wir eigentlich erstmal nichts von. War das eine blutige Angelegenheit? Gestern habe ich verpasst. Gestern war es tatsächlich ordentlich blutig, ja. Also wir hatten gerade ganz am Anfang schon 4 Quests, die wir machen mussten. Das war einmal notgelandete Shuttle hier oben. Und dann hatten wir tatsächlich auch noch, ich weiß gar nicht was noch alles. Wir hatten gleichzeitig 5 Riesenfaultiere und 19 Panther oder sowas. Oder 15 Panther, ich weiß es nicht. Es waren auf jeden Fall sehr viele Tiere und deswegen war es hier extrem blutig, ja. Also wir haben gestern sehr viel gekämpft tatsächlich. Überdurchschnittlich viel, würde ich sagen. Aber es hat, wie du siehst, jeder überlebt. Vorgestern haben wir halt leider Bevoja verloren an dem Cluster hier unten. Die liegt jetzt auf Eis. Das war aber auch meine Schuld, ne? Das Cluster war eigentlich schon besiegt. Naja, so läuft's halt in RimWorld. Und ja, natürlich die Nashörner noch am Ende nochmal, aber das war nicht auf der Karte hier. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr blutig. Da hat Muffy leider sein Bein verloren, der Kollege hier. Ich würde auch fast sagen, ja, aktuell habe ich leider halt nur die Holzbeine, ne? Was können wir denn hier mit der Prothetik machen? Ist dann eine einfache Fußprothese. 70%, warte mal, wo haben wir denn hier 90%? Das könnte man probieren, ne? Das wäre zumindest ein bisschen mehr. Irgendwas Bionisches muss wahrscheinlich nicht sein. Das ist gerade schon wieder Overkill. Wobei auch das, glaube ich, nur Bauteile kostet. Dann wären wir direkt auf 125%. Also ich glaube, wenn der... Ne, wir können dem Muffy jetzt tatsächlich einfach mal ein Holzbein ansetzen. Wer weiß, wie lange das dauert, bis wir da jetzt irgendwie... Aber ich glaube, auch das Holzbein muss ich herstellen, ne? Ja, wenn ich das sowieso auch herstellen muss, also normalerweise müsst ihr das nicht herstellen. In der Vanilla-Version könnt ihr einfach einen Holzklotz ansetzen. Jetzt mit der Mod, die ich drauf habe, muss man das leider auch erst erforschen und bauen. Und dementsprechend lassen wir das mal lieber. Da erforsche ich direkt die Stahl-Variante und dann bekommt ihr ein einigermaßen vernünftiges Bein. Ach so, ist ja nur ein Fuß. Ja, wie gesagt, trotzdem, da war auch bestimmt ein Fuß dabei. Da war bestimmt auch ein Fuß dabei. Ansonsten bräuchten wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Strom. Na, das hatte ich ja auch gesagt, dass wir irgendwo vielleicht nochmal so einen Stromkasten anbauen. Damit wir auch mal die Windräder hier rausbekommen. Weiß ich gar nicht, wo wir das am besten machen. Vielleicht irgendwo hier hinten. Nochmal so ein paar Solaranlagen. Wobei die Solaranlagen an sich eigentlich schon reichen, ne? Weiß gar nicht, ob wir da so viel brauchen.
Da würde vielleicht auch so eine Reihe reichen. Und wenn ich jetzt hier so ein Windrad aufsetze, sagen wir mal so und so. Ich werde jetzt erstmal verbieten, damit die nicht sofort gebaut werden. Dann können wir vielleicht dazwischen noch ein paar Solaranlagen bauen. Gucken, ob ich die da alle reinbekomme. Bräuchte ich natürlich auch noch ein paar mehr Dings, ne? Ein paar mehr Batterien. Ich weiß tatsächlich nicht, ob sich das lohnt oder ob wir nicht lieber hier hinten nochmal auf die ganzen Geysire gehen. Ich habe hier nämlich 3 Geysire auf einen Schlag. Das ist eigentlich gar nicht mal so weit weg. Und die Geysire liefern einem halt immer Strom, ne? Ich glaube, das wäre in dem Fall sinnvoller. Weil die Anlagen brauchen wir halt eigentlich nur dann, wenn man das hier noch nicht erforscht hat. Wenn ich noch 2 weitere von den Dingern baue, dann haben wir eigentlich mehr als genug, würde ich sagen. Da könnte ich sogar noch eine weitere Sonnenlampe aufsetzen oder noch sogar noch 2 weitere. Das ist, glaube ich, mehr als ausreichend so. Wir bauen auf jeden Fall erstmal das hier auf. So, das hier verbieten wir natürlich, bis die Mauer steht. Und dann kommt auch hier natürlich keine Decke drauf. Na, so. Ja, dann müssen wir mal schauen, dass ich dann vielleicht hier nochmal eine Wand verlege, na, wo das Kabel dann durchgeht. Ich mach's nochmal 1 tiefer. Ach shit, trifft trotzdem nicht. Ja, ist mir aber egal, ehrlich gesagt. Ich verbinde das mal hiermit und dann lassen wir jetzt erstmal ein paar Lücken da drin. Wo wir dann später ein paar Türen einbauen wollen. Entschuldigung. Denn was mit... Oh Gott. Meine Stimme. Was mir nichts bringt, ist natürlich, dass wir jetzt hier so riesige Maueranlagen aufbauen, die dann natürlich dann beim ersten besten Versuch halt durchbrochen werden von irgendwelchen Zappern und hast du nicht gesehen. Ich hoffe, wenn wir denen ein paar Türen basteln, dann gehen die da halt außen rum. Das wäre ganz nett. Wobei auf der anderen Seite ist es halt eigentlich egal, ne? Je mehr Mauern wir selber bauen, desto mehr müssten halt die Raider außen rum latschen. Das würde uns ja theoretisch einfach nur Zeit geben. Schachtels, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Und ja, seitdem wir jetzt die Mending Workbench haben, können wir natürlich auch mal ein bisschen die Rüstung erneuern oder ja, verbessern, wie auch immer. Gott, meine Stimme. So. Wir sind immer noch hier dran. Ich würde eigentlich empfehlen, dass wir das nicht von Frankie zu Ende bauen lassen, sondern vielleicht lieber von Jasmin. Oder ja, ist egal tatsächlich. Von Sandy geht auch. Konsumiert einfach Mahlzeit und dann kannst du das, genau, kannst du das weiterbauen. Ich hoffe, du hast mal wieder nicht ohne Tisch gegessen. Sieht nämlich fast so aus, als hättest du das. Seitdem wir die einfachen Mahlzeiten haben, essen die immer öfter ohne Tisch. Das finde ich persönlich nicht so gut. Dankeschön, Randy. Das habe ich gebraucht. Ich muss unbedingt die Quest annehmen, ne? Darf ich nicht vergessen. Ein großes Teil eines uralten Schiffes ist in der Nähe eingeschlagen. Okay. Brummenschwach. Ist das ein Brummer mit Schnittern, oder was? 7 Schnitter. Ja, ne? Interessant. Mörsern wir da ein bisschen drauf rum, oder was meint er? Ich brauche halt die Mörsergranaten sonst für gerade nichts. Ich werde ja gleich mit dem anderen... Komm, wir bauen mal ein paar Mörsergranaten. Ich werde ja gleich mit dem anderen Cluster werde ich ja tatsächlich sonst nichts machen können. Ich kann den ja nicht wegmörsern. Ich werde mal die... Wenn wir den Treibstoff hier hinsetzen und ein bisschen Stahl hier drüben hin. Ach so, ja, das ist ja schon... Ja, dann machen wir es anders. So, und dann baue ich hier mal ein paar Mörsergranaten. Ich hau da einfach mal drauf, würde ich sagen. So einen Brummen kann ich tatsächlich nicht gebrauchen, sage ich euch ganz ehrlich. Das kommt mir jetzt sehr ungelegen. Wir machen uns mal 40 Granaten. Wir werden da den Materialradius ein bisschen beschränken, damit die nicht so lange hin und her laufen müssen. Einfach auf den Boden schmeißen. Sehr schön. Ja, und sobald wir jetzt vielleicht 1, 2 Granaten reinbekommen haben, ich hoffe, da setzt sich auch sofort jemand dran. Werden wir natürlich dann das Feuer eröffnen. Ich habe bisher leider nur einen einzigen Mörser. Ich könnte aber noch einen zweiten bauen, theoretisch. Weil wir bestimmt irgendwann noch eine Belagerung reinbekommen werden. Krötenwanderung. Was meinst du? Wo ist Krötenwanderung? Ja,
unangenehm halt, das Pummen. Aber ansonsten... Achso, Frosch im Hals. Ja, das kann sein. Also, ne, ich weiß auch nicht, was hier gerade los ist. Ich habe natürlich heute meine Stimme sonst nicht benutzt. Ne? Bei euch jetzt machen wir das erste Mal. Sonst habe ich heute nur geschwiegen. Deswegen muss ich jetzt meine Stimme erstmal wieder... Ja, ihr wisst schon. Erstmal wieder warm machen. So, du kannst mal kurz den Kelch jetzt vielleicht hier reinschmeißen. Tada. So, jetzt müssten ja angeblich alle glücklich werden, wurde mir gestern gesagt. Hört einem Hafenspiel zu. Ertragisches Umfeld. Schlappmütze. Elitäre Erwartungen. Da sind wir also da angekommen, endlich, ja. Berauschtes Leben, geräumige Umgebung. Angenehme Umgebung. Okay, ja und, ne? Wo ist jetzt das, was wir so... Oder wir müssen die erst da dran beten oder sowas wahrscheinlich, ne? Stimmungsbonus für Rituale im Raum... Ach so, zwei. Ach so, wir kriegen einen Stimmungsbonus für Rituale. Ah, okay. I see. Wahrscheinlich müssen die da erst ein bisschen davor beten oder so ein Krempel. Das kann sein. Prost, Frankie. So, der Hardyschein macht uns ein bisschen Rüstung. Nicht Rüstung, sondern ein bisschen Munition. Das finde ich gut. Raumschiffteile sind abgestürzt in der Nähe. Das ist auch gut. Ich muss jetzt, wie gesagt, die Quest annehmen. Ne? Nicht, dass sie mir jetzt durch die Finger rutscht, durch die Flossen rutscht. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, wir könnten hier ein AI nehmen für Mining. Das wäre theoretisch für Bofoja gut, wenn wir sie dann wiederbelebt bekommen. Ansonsten ist das hier eigentlich nicht so wirklich zu gebrauchen. Ich würde wahrscheinlich die Ehre nehmen, damit wir dann Sun Li direkt auf die höchste Stufe bringen können. Ich schaue mal ganz kurz, was mit Sandy los ist, denn das gefällt mir ganz und gar nicht, was hier passiert. Ja, sie hat halt die Nashörner mit umgebracht, ne? Puh, Mann, 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 ey. Trink dir mal einen Tee rein, bitte. Nicht ausrasten, Sandy. Ich brauche dich gleich. Ich brauche dich gleich. Na, sofort besser. In Kälte geschlafen? Ich frage mich halt immer, es ist 17 Grad. Wie kannst du in der Kälte schlafen so? Fast eindrucksvoller Schlafsaal. Ich schlief in einem wirklich ganz netten Schlafsaal. Ich wünschte nur, ich hätte mein eigenes Schlafzimmer. Warum zum Geier schläfst du in einem Schlafsaal? Was ist denn hier schon wieder los? Mann, Freunde, ne? Könnt ihr nicht mal selber ein bisschen mitdenken? Das sowas verstehe ich immer nicht. So. Wir haben doch jetzt extra die ganzen Schlafzimmer gebaut. Dann zieht doch da vielleicht auch einfach mal ein. Dann haben wir hier noch Sander. Dann haben wir hier noch Hunter Hamburg und Painwork. Und Hardyschan auch noch. Oh, so viele Schlafzimmer habe ich gar nicht, ne? So, Hardyschan bekommt auch noch ein Bettchen. Ach nee, hier habe ich ja auch noch super viele Bettchen. Dann lassen wir doch Sandy vielleicht lieber in so einem hier schlafen, ne? Ich habe genug für die alle. Ich verstehe nicht, warum die da alle oben in diesem Gemeinschaftsschlafsaal drin rumliegen. Das verstehe ich nicht. So, dann können wir hier vielleicht nochmal Setra so ein Schlafzimmer geben. Ich weiß gerade gar nicht, wo der schläft. Der schläft, glaube ich, hier drüben irgendwo. Wo habe ich jetzt noch einen? Ich habe jetzt noch Painworker und Hanichan, die ich noch unterbekommen muss. Das heißt, Painworker stopfen wir hier rein. So, und Hanichan bekommt dann irgendwo hier drüben noch ein Bettchen. Da ist auch noch ein Bettchen. Müssen wir noch ein bisschen Licht verlegen, aber ansonsten sind die doch gut, die Schlafzimmer. Das ist ja eigentlich nur für unsere Gäste gedacht. Nur so schnell kann man hier ein Problem lösen. Einfach mal kurz reinschauen und sofort gibt es nichts mehr zu meckern. Aber das müssten die eigentlich auch von alleine hinbekommen. Das ist gar nicht mein Job, denen zu sagen, wo die zu schlafen haben und wo nicht. Grüß dich, Maße. Und hallo, Bizeps-Gruppe. Habe ich gelesen, Bizeps Cobra, ne, mit Ronaldo. Also jetzt doch, oder was? Hieß es nicht heute Mittag noch, dass er nicht dahin geht, zu Manchester? Du hältst mich immer auf dem Laufenden, was Fußball-News angeht. Ich überfliege tatsächlich immer die Schlagzeilen. Ich lese tatsächlich recht viele Nachrichten am Tag. Also ich lese bestimmt eine Dreiviertelstunde Nachrichten am Tag. Immer halt nach dem Aufstehen und vorm Schlafen nochmal. Ja, ja, alles komisch. Ja. Und dann überfliege ich halt immer so ein bisschen, ne, aktuell ist halt wieder dieses ganze Wechselkram da angesagt. Da überfliege ich halt auch immer so ein bisschen die Schlagzeilen. Deswegen, ich hatte heute Mittag, meine letzte News war, dass er nicht dahin geht. Und jetzt plötzlich doch.
alles sehr seltsam, du sagst es. So, dass es regnet, ist tatsächlich gut, denn da wird mal der ganze Matsch hier weggewaschen. Das finde ich sehr schön.